Leute, neue Woche, neues Glück. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und ich kann euch sagen, eigentlich sollte es hier an die Pritsche gehen. Es ist noch ein bisschen was zu tun, damit es demnächst mal einen neuen Stempel gibt. Hier unten Trittbretter schweißen und so ein Scheiß. Also so ein paar Löcher haben wir noch, Schwellerbereiche machen. Und genau das wollte ich diese Woche machen, damit wir hier mal die 24 verabschieden können, obwohl die ja wirklich schön zur Wagenfarbe passt. Aber stattdessen ist mir hier gerade eben der Gaszug kaputt gegangen und abgerissen. Ich konnte das jetzt hier mit dem Kabelbinder erstmal notdürftig flicken. Das hält auch ganz gut, besser als erwartet, würde ich fast sagen. Ja, jetzt muss man sich erstmal wieder darum kümmern, als dass man hier direkt mit den TÜV-Aufgaben starten kann. Die Trittstufe braucht auch ein bisschen Liebe und so. Naja, also, was soll ich sagen? Ich lasse hier mal ein bisschen durchlüften noch. Was soll ich sagen? Neuen Gaszug hier habe ich schon direkt bestellt. Hätte ich fast gesagt, habe ich beim Teilehändler hier in der Gegend geholt. Der ist jetzt am Start, also eigentlich nur noch einbauen und los. Aber einbauen ist so schnell nicht, weil hier stehen wieder weitere Projekte, will ich sagen. Der Bus, ihr habt es vielleicht bei Instagram in meiner Story da gesehen, der hat hier einen Platten. Ich habe tatsächlich doch diesen Reifen jetzt hier in den Arsch gefahren. Hier sieht man es. Das Gewebe ist fertig, also der hat hier draußen Luft verloren. Das kann man vergessen mit dem Reifen jetzt. Ich habe schon neue Reifen bestellt. Wir wollen auch gleichzeitig zusehen, dass ich die Achse nochmal vernünftig vermesse, weil beim letzten Mal hat es definitiv nicht geklappt. Man sieht ja, wie krank dieser Reifen hier abgefahren ist, ne? Also echt viel zu krank. Normalerweise müsste er hier noch und dann hier gerade gehen. Also da fehlt eine ganze Ecke. Der Reifen ist auch nicht viel besser. Momentan steht der Bus hier vorne auf dem Reserverad. Mal gucken, ob man es sehen kann. Ja, hier originale Stahlfelge, alles extrem schmal. Ja, am Ende der Woche müssten jetzt eigentlich auch noch die Reifen ankommen. Also im Optimalfall ist am Ende der Woche der Bus hier wieder auf den Reifen. Sowieso könnte ich den mal gut ein bisschen ausräumen hier und machen und tun. Die neue Tür konnte ich deswegen jetzt auch noch gar nicht lange genießen. Also wirklich drin gewesen. Am nächsten Tag ist der Reifen platt gegangen und seitdem steht der Bus jetzt hier. Wir wollten eigentlich nach Dänemark kurz Urlaub und so. Ja, haben wir den Käfer genommen, warum auch nicht. Käfer fahren, hat eine kleine Ferienhütte gemietet, alles in Käfer reingeschmissen und Abfahrt. Ungefähr 100 Kilometer gefahren und dann bin ich auf der Autobahn, linke Spur, will da gerade so einen Wohnanhänger überholen und auf einmal merke ich, der Motor verliert Leistung. Ich nehme schon ein bisschen Gas raus, guck nach hinten, eine riesen Rauchwolke hinter uns. Alles da, ja, Warnblinker an, Motor aus und auf den Standstreifen gerollt. Kurz die Haube aufgemacht und gesehen, dass er hier oben aus der Kurbelgehäuseentlüftung das ganze Öl hier im Motorraum verteilt hat. Komplett rausgespritzt. Hier oben sieht man die Relikte noch ein bisschen. Ich mir schon gedacht, oh oh, also wenn er jetzt so einen kranken Wanddruck im Kurbelgehäuse hat, ist bestimmt irgendein Kolbenring im Arsch oder so, dass er das so doll ins Kurbelgehäuse drückt. Keine Ahnung, was da genau los ist. Ja, wir also den nochmal kurz wieder angeschmissen und uns von der Autobahn runtergerissen. Weil der Standstreifen doch recht schmal war. ADAC gerufen, der kam 5 Stunden später, hat uns aufgeladen, Auto nach Hause gebracht. Malte kam in der Zwischenzeit an, hat mich da abgeholt, ich nach Hause gefahren, ich Nellys Alltags-Zitrönen geholt. Dann haben wir Sachen umgeladen und gemacht und getan. Ja, was soll ich sagen? Ende vom Lied, Käfer wurde vom ADAC abgeschleppt, nach Hause gebracht. Malte hat ihn hier in Empfang genommen. Malte, vielen Dank nochmal raus an dieser Stelle, Alter. Echt richtig korrekt, was du da gemacht hast. Ein Tag vor war er denn da, hat mir ein Reserverad für den Bus gebracht und Wagenheber. Alter, wenn ich so Kumpels wie Malte nicht hätte, ne? Echt an dieser Stelle danke an alle, die mich hier immer unterstützen und immer für mich da sind. Alter, das war echt berührend für mich. Muss ich auch nochmal so sagen jetzt. Naja, Fakt ist, der Motor hier läuft noch auf 3 Zylindern, hat keine Leistung mehr. Das heißt, wir haben am Käfer auch zu tun. Jetzt ist halt die Frage, das ist ja hier nur ein Leihmotor. Was machen wir genau? Den reparieren und zurückgeben ist klar. Dann haben wir aber immer noch keinen Motor für den Käfer zurück. Ich würde sagen, wir bauen den erstmal aus. Ich habe bei Kleinanzeigen schon einen 1200er Rumpfmotor gefunden für einen schmalen Taler. Den würde ich am liebsten holen und da einbauen. Aber darum wird es sich in diesem Video jetzt nicht weiter drehen. Der Käfer kommt einen Stellplatz weiter nach hinten, der Bus hier weiter nach vorne. Ich könnte hier diese ganze Scheiße gut mal wegräumen und so weiter, dass man sich hier vernünftig bewegen kann, dass man hier gut arbeiten kann. Die Pritsche würde ich einfach am liebsten noch machen. Aber wie gesagt, der Bus braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Phil und Paul haben drüben auch noch ihren T2 stehen. Also ihr merkt, wir haben hier viel zu tun. Jetzt geht's los hier. Keine Ahnung. Käfer raus, Bus raus, Autos mal durchtauschen, ein bisschen aufräumen und alles. Und dann sehen wir uns gleich wieder. We'll be right back.
Moin Leute, ne? Mir ist der Tag jetzt hier und ich kann euch sagen, für den Käfer habe ich einen neuen Motor geholt. Das war das besagte Schnäppchen von eBay Kleinanzeigen. Ja, keine Ahnung, ist halt ein 1200er kompletter Rumpf. Der dreht, der Junge, er hat Kompression sogar auch noch und so. Er macht alles, was er soll. Ich weiß jetzt nicht. Ich denke, wir bauen einfach die Verblechung rauf. Mal wieder. Bauen einfach alles zusammen und hoffen, dass er läuft. Das ist so ein bisschen mein Traum hier, meine Hoffnung. Ja, also haben wir erstmal wieder einen Motor für den Käfer geregelt. Der kommt gleich hinten in die Ecke. Das geht alles noch gar nicht los. Vorher sind hier andere Sachen noch geplant. Und zwar für den Bus neue Reifen und sowas. Die müssten jetzt übermorgen hoffentlich ankommen. Ich werde den hier gleich schon mal runterschrauben auch. Die beiden in die Pritsche unten in die Tresorklappe packen und morgen mit auf Arbeit nehmen. Kann ich die schon mal einmal runterwühlen und alles, ne? Ja, und dann habe ich hier noch Post gekriegt von Yannick aus Lübeck. Vielen Dank. Der meinte, gib mal deine Adresse. Ich habe hier eine Überraschung für dich. Ich will dir was zuschicken. Und dann hat er mir hier genau das zugeschickt. Und was das ist, würde ich euch sogar verraten. Das ist was hier draußen für die T3-Pritsche. Wusste ich na klar auch noch gar nicht, dass es das gibt. Und hätte ich das gewusst, hätte ich es mir wahrscheinlich auch gekauft. Also echt nochmal ganz großen Dank daraus, Yannick. Ich freue mich sehr. Und zwar hier handelt es sich drum. Da, für den Macker ist das eine Schaltwegverkürzung. 25% kürzere Schaltwege soll das bringen. Ich habe mir schon mal von eine kleine Betriebsanleitung runtergeladen, weil ich gar nicht genau wusste, gehört das jetzt unter den Schalthebel? Ich habe es vermutet, aber genau wissen tat ich das jetzt noch nicht. Ich will das jetzt mal einbauen hier. Ich meine, eigentlich müsste der Gaszug nach wie vor auch noch rein, aber jetzt Motor abholen, das lief auch die ganze Zeit mit dem reparierten Gaszug. Bin jetzt schon wieder 2 Tage so unterwegs. Das lasse ich erstmal noch mit dem Kabelbindern so. Aber grundsätzlich will ich die Kabine hier vorne einmal ein bisschen ausräumen auch. Wie gesagt, diese Schaltstangen-Tuning da rein, Schaltwegverkürzung, das wäre mal geil, da das mal zu heizen und so. Ja, und dann muss ich hier im Bus auch noch mal dringend aufräumen. Hier steht immer noch die ganze Scheiße rum von, ja, Reserverad, Wagenhebel, Kram vom Abschlusstreffen, Vorhänge und so. Das kann alles mal wieder vernünftig weggepackt werden, aufgeräumt werden. Und hier habe ich nämlich auch einen neuen Getränkehalter für den Bus. Das ist mein heißer Tipp. Ich habe hier vorne sonst immer so einen kleinen Flenskasten drin gehabt. Das ist richtig perfekt. Da kannst du dann halt dein Getränk mal eben abstellen oder sowas. Hast halt einen Getränkehalter, einen 6-fachen. Zeitweise war ich sogar mit 2 davon unterwegs und hatte 12. Und jetzt habe ich hier einen in dunklem Braun, passend zur Innenausstattung. Das soll jetzt mal ein neuer Getränkehalter werden. Nur wichtig wäre na klar, dass er hier genau zwischenpasst. Und tut das? Es könnte was werden. Ich guck mir das mal an gleich. Aber ansonsten kann ich den auch auf längs dahin stellen. Aber das soll mal ein neuer Getränkehalter werden. Ich bin mir sehr sicher. Ja, Leute. Also, Attacke würde ich sagen. Der Scheiß, der Motor weg. Pritsche baue ich jetzt aber als erstes mal den Schalthebel ein. Ne? Also diese Verkürzung. Ne? Yannick, danke nochmal. We'll be right back.
So Leute, was geht, Alter, na? Ich habe jetzt hier einen neuen Kameramann am Start, Alter. Wir waren gerade unterwegs und haben es geregelt ein bisschen. Geile Perspektive hat der Junge am Start. Also, wir haben auf jeden Fall für den Bus haben wir was geregelt und haben neue Reifen rangeholt. Ich habe die im Internet bestellt und sowas, ne? Jetzt haben wir die hier rauf montiert. Simon, schwenk mal einmal kurz rüber. Wir haben die hier drauf, ne? Die guten Tires, Alter, ist eine Nummer größer als vorher. Vorher hatten wir einen 165 50 R15 drauf. Jetzt ist einen Ticken größer, 175 50. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie die passen. Außerdem wundert ihr euch ja bestimmt, was diese ganzen vielen Pakete hier auf dem Stapel machen, ne? Also, da hat einer von euch, die Zuschauer, ist einem ein bisschen gerader. Hä, Alter, ist doch scheißegal. Leute, die ganzen Reifen hier habe ich vom Zuschauer geschickt bekommen. Vielen Dank nochmal an die Geschichte. Ich habe ein bisschen Versandkosten übernommen. Er hat mir hier schön 4 165 50er Reifen geschickt. Falls mir das jetzt nicht gefällt damit, brauche ich auch die Achse nicht vermessen. Kann ich die nächsten 2 Jahre Reifen durchschredden. Aber ist nicht der Plan. Kommen Sie, wir bauen einmal das Rad drauf und gucken uns das mal hier genau an. Schnelle Nummer, Alter. Zack, zack. Der Bus steht hier noch aufgebockt, ne? Rad rauf. Ist das das Richtige? Mit Rot noch dran. Das ist das Richtige, ne? Hä, oder ist das andere noch besser? Ne, warte mal. Das ist für links. Ich glaube, das ist der Reifen für links. Warte. Ich check's einmal kurz ab. Das Mikrofon. Oh, ne, das ist, glaube ich. Ne, das war der Reifen für links. Hier habe ich den rechten. Das ist der Richtige, ja. So, Leute. Nun passt mal auf. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mehr Reifen, oder? Der weg. Der muss drüben hin. Und der rauf, Alter. Der muss rauf jetzt. Check, check. Hä, und was meinst du? Ist zu wenig Reifen, oder? Weiß man noch nicht, ne? Könnte, ne? Einmal ran. Und jetzt wollen wir ablassen hier, oder was? Wir müssen ablassen, ne? Okay. Wir gucken es uns an hier. Ist nicht unbedingt zu viel Reifen. Der ist natürlich jetzt noch nicht ganz gesetzt hier. Ja, ist besser vielleicht, ne? So ein bisschen mehr Reifen, Alter. Ich würde sagen, wir bauen andere Seite jetzt auch nochmal rauf, ne? Das Rad. Und dann fahren wir den Bus gleich mal raus und gucken das an. Aber eine Sache, wir haben ja hier gerade bei der letzten Musik noch mehr eingebaut. Der neue Schalthebel-Scheiß hier beim T3 hier. Schaltwegverkürzung. Ich würde es euch noch einmal präsentieren für die T3-Fahrer. Es macht die ganze Sache auf jeden Fall knackiger, ne? Vorher war es auch so, ich habe den ersten nicht reingekriegt. Ich musste mal leicht in die Rückwärtsgangsperre und konnte dann hoch in den ersten. Gleichzeitig nochmal Schalthebel eingestellt. Ich kann jetzt richtig geil schalten. Schaltwegverkürzung ist Hammer, so, ne? Ja, Leute, also T3 nächste Woche mehr wahrscheinlich. Heute passiert da nicht mehr viel. Aber jetzt noch einmal wieder zurück zum T2. Kurz wirken lassen. Bisschen mehr Reifen vorne hat noch keinem geschadet, habe ich den Eindruck. Und hier drin habe ich auch, bis auf den letzten Scheiß hier, das muss gleich noch weg, aber habe ich auch einmal wieder blank gezogen. Einmal ein bisschen aufgeräumt, so. Die Bude schier gemacht. Neuer Getränkehalter da vorne, Alter. Kannst du ihn abchecken, ne? Der 12-fache Getränkehalter, diese braune Kiste, der ist jetzt auch drin. Ja, Leute, also, ich würde sagen, wir bauen drüben rauf, schieben den Bus raus, gucken uns das mal an. Bis gleich. Leute, na, was geht? Ich kann euch präsentieren, neue Reifen auf dem Bus vorne drauf, so wie ihr euch das gewünscht habt, schöne 175 50. Die Reifen sind jetzt genau ein Ticken größer als vorher. Guck mal hier, ich finde, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt sind die gerade, na klar, richtig dreckig, weil scheiß Wetter und so, aber ja, also schreibt mal gerne rein in die Kommentare, findet ihr es jetzt mit den Reifen besser oder mit den alten, bisschen kleineren, noch flacher? Ich bin mir noch sehr unschlüssig irgendwie, aber umso länger ich drauf gucke, desto schöner finde ich es eigentlich. Bevor jetzt mir auch
auch gefallen. Also deswegen, ich bin sehr unschlüssig. Das Gute ist, die schleifen nicht im Radkasten und so. Das war ja meine Angst. Auch wenn man da richtig beladen mit fährt oder so, habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas schleift. Ich habe außerdem hier die Achse nochmal vermessen. Schön einmal richtig geil vermessen. Das Auto fährt sich jetzt wieder richtig, richtig geil. Das war davor doch ein Unterschied. Also es fuhr auch geradeaus und alles. Aber ich glaube, der Umlenkarm stand leicht versetzt so. Und deswegen war die Geometrie nicht hundertprozentig. Jetzt habe ich alles einmal in der Firma auf dem Achsmessstand richtig perfekt eingestellt. Und ich kann euch sagen, es fährt sich so geil jetzt. Also es macht echt nochmal dreimal so viel Spaß, jetzt zu fahren wie vorher. Ich bin dermaßen im Bilde. Ja, Leute, außerdem kann ich euch nochmal einmal kurz präsentieren. Heute war wieder Flohmarkt-Action. Ich habe ein paar Schnäppchen gemacht, ey. Richtig geil. Ich habe ja von allen Hammern da an der Wand zwei Stück hängen. Hier habe ich jetzt nochmal einen zweiten 800 Gramm Hammer. Das war der einzige, der mir noch fehlte, dass ich zwei habe. Und dann auch noch ein Paddinghaus, Alter. Schöner Gummigriff. Das ist mein Highlight. Guter Karosseriehammer kann auch nie fehlen und so. Was auch geil ist, ist hier ein originaler Knirps, Alter. Und der ist bestimmt aus den 60er Jahren oder sowas. Ein richtig geiles Ding, Alter. Bin ich auch richtig stolz drauf. Ja, Leute. Also ihr seht, Flohmärkte werden auch nicht ausgelassen. Ist klar, ne? Wir haben ja außerdem eine Kleinigkeit an der Pritsche geschafft. Das macht mich auch echt zufrieden, auch wenn das überhaupt nicht TÜV wichtig war. Aber wichtig ist, dass an der Pritsche was passiert. Ich würde am liebsten auch nächste Woche komplett mit euch freidrehen an der Pritsche. Die letzten Löcher dicht schweißen, Alter, dass das Ding zum TÜV kann. Weil diesen Monat muss die Karre noch zum TÜV. Ja, das Video war jetzt nicht so voll, ihr seht schon. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Spaß gemacht, alles hier mit dem Bus, dass der jetzt wieder am Start ist. Na klar, hier drüben war ja der Reifenplatzer. Hier ist der 175-50 ja auch drauf, ist ja klar. Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Gefällt euch das besser als vorher oder schlechter, müsst ihr sagen. Außerdem will ich euch einmal berichten für die Leute, die Pullis und T-Shirts bestellt haben. Die ganzen Dinger sind jetzt bei mir zu Hause. Wir legen jetzt heute Abend los, wo das Video online ist, an dem Montag und verpacken die ganze Geschichte. Und ich denke, Ende der Woche sollte das gute Zeug bei euch sein. Vielen Dank nochmal für eure Bestellungen. So, ich freue mich unheimlich drauf, euch in den Klamotten zu sehen und sowas. Spätestens ja, Maikäfer-Treffen dauert jetzt ein bisschen. Die Schraubersaison geht wieder los und ich bin so heiß zu schrauben. Eigentlich hatte ich ein paar Ideen auch für den Bus, was ich letzten Winter machen wollte. Da kam ja so ein bisschen diese Unfallgeschichte dazwischen. Aber wir wollen doch mit dem Käfer eigentlich anfangen, ne? Eigentlich müssen wir richtig freidrehen an dem Käfer. Ja, ich bin so heiß auf dieses Käferprojekt. Aber erstmal ist jetzt für diese Woche Schluss. Pritsche abarbeiten und diese Tuning-Mofa, die muss ja auch fertig werden. Da kann ich euch sagen, hier hinten steht ein Karton. Wir haben Teile für die Tuning-Mofa wieder bestellt, also für die Cross-Mofa für das Projekt. Richtig geil. Wir haben da auch schon weitergemacht. Das Video ist in der Arbeit, aber wann das online kommt, das, wenn es halt fertig wird, dann machen wir einfach nur so häppchenweise weiter, denke ich. Aber das ist ein Projekt, Alter, das macht richtig Spaß, so alles selber bauen, konstruieren, machen, tun. Okay, Leute, ich würde sagen, bis nächste Woche, bleibt mir gesund, ihr schaltet gerne wieder ein, genießt hier noch kurz den Ausblick, das werde ich jetzt genießen und das Video fertig schneiden. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, Montag 16 Uhr, wie gehabt. Ihr wisst es, ich weiß es auch. Bis dahin, bleibt mir gesund. Erstmal...